frühes Aus für die Berlin Rockets beim Floorball Final Four. Ambitioniert waren die Berliner in das Turnier gestartet, mussten sich dann aber doch mit 3:8 gegen den DJK Holzbüttgen im Halbfinale geschlagen geben. Der Traum vom ersten Pokalgewinn eines Berliner Teams ausgeträumt. Ich bin besonders traurig, ich weiß definitiv, ich bin 36 Jahre alt, das ist mein letzter Final Four. Ja, ich weiß nicht, ob ich nächste Saison spiele. Aber erst einmal von vorne. Floorball oder auch Unihockey erlebt seit einigen Jahren einen bundesweiten Boom. Die Teamsportart macht nicht nur die schnellste, sondern womöglich auch eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Zeit sein. Wohlverdient also, dass die Kombination aus Eis- und Hallenhockey sich nun erstmals auf der ganz großen Bühne präsentieren darf. In der Max-Schmeling-Halle spielen 8 Top-Teams bei den Damen und Herren um die Pokale. Es macht Spaß, es können alle mitspielen. Es ist ein super fairer Sport, es ist ein super schneller Sport. Es ist von klein bis alt, sind alle dabei. Macht einfach super, super viel Spaß. Als ausrichtendes Team waren die Berliner im Blau automatisch gesetzt, dennoch als Außenseiter in die Partie gegen den DJK Holzbüttgen gegangen. Schon früh werden die Gäste aus NRW ihrer Favoritenrolle gerecht und ziehen kurz nach Ende des zweiten Drittels mit 5:0 davon. Die Anschlusstreffer der Berliner Janne Markkonen, Christoph Zwaikis und Hannes Thun kommen zu spät im letzten Drittel, um noch etwas reißen zu können. 3:8 entstand also aus Sicht der Berliner. Wir haben einfache Fehler gemacht, wir haben den paar Tore geschenkt, wir haben einfache Pässe im Aufbau gespielt, Konter zugelassen. Haben wir uns vorgenommen, es anders zu machen, aber so ist es halt. In der Endspielpremiere des DJK Holzbüttgen treffen sie nun auf den UHC Weißenfels in Rot, der sich zuvor gegen den ETV Hamburg durchsetzen konnte. Die Ambitionen der Holzbüttgener sind hoch, doch die nahezu makellose Offensivleistung des UHCs machen an diesem Tag den Unterschied. Mit 5:3 entscheiden sie das Finale für sich und krönen sich somit bereits zum 10. Mal zum Pokalsieger. Also wie wir jetzt die beiden Spiele gespielt haben, das war wirklich, ja, wirklich sehr, sehr besonders. Und deswegen freue ich mich so für uns, einfach für den kompletten Verein, dass wir das heute geschafft haben. Auch im Endspiel der Damen siegte das Favoritenteam. In einem packenden Finale konnte sich schließlich der ETV Hamburg in Schwarz mit 4:2 gegen die SSF Dragons aus Bonn durchsetzen. Trotz eines 0:1 Rückstandes drehten die Hamburgerinnen das Spiel und konnten, getragen von ihren Fans, erstmals den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen. Wir sind heute gut ins Spiel gestartet, haben einfach unser Ding gemacht, waren von Anfang an da und haben jetzt den Pokal nach Hause geholt. Das ist absolut geil. Die große Floorball-Pokalsause geht zwar zu Ende, doch schon diese Woche geht es in der Bundesliga weiter. Bis dahin heißt es abhaken und Blick nach vorne, denn für die Berlin Rockets geht es in der Max-Schmeling-Halle gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld weiter. Und auch wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat, besteht ja immer noch eine Chance für den Pokal 2023. Bei dieser Stimmung darf man jedenfalls davon träumen.